Willkommen zurück zu Assembly Line Tutorial. Ihr seht, ich habe wieder was aufgebaut. Und zwar haben wir heute den Bohrer und die Power Supply. Ihr seht, ich habe wieder was verändert. Es wird jetzt immer schwieriger, hier irgendwas aufzubauen. Und zwar habe ich jetzt hier die für gewöhnliche Leute Version, ihr wisst schon, die normale Version links und die verbesserte Version rechts. Und ich werde hier in der Mitte die Sachen aufbauen, weil es wird einfach immer weniger Platz. Wir müssen Platz sparen, also baue ich die Sachen hier in die Mitte und reiße sie danach auch wieder ab und baue dann die neuen Sachen da wieder auf. Ja, wie gesagt, wir haben heute den Bohrer und die Power Supply dabei. Der Bohrer, ja, weiß nicht, ist ein bisschen unnötig, braucht man eigentlich nicht. Die Power Supply auf jeden Fall ist eines der wichtigsten Sachen, die man in dem ganzen Spiel haben kann. Vor allem, wenn man später den KI-Roboter bauen will, dann braucht man das, um eine Menge Computer zu bauen, um dann eben die ganzen Prozessoren von dem Roboter zu bauen. Also das sind schon wirklich sehr wichtige Sachen und die Bohrer, naja, kann man vergessen. Wie eben schon erwähnt, braucht die verbesserte Version gerade mal 4 Starter und ja, einiges weniger als Platz, am Platz würde ich sagen. Ich glaube, das sind 2 Felder. Ja, es sind 2 Felder weniger und insgesamt nur 4 Starter. Also beginnen wir mal die Starter und zwar 2 so und dann einen so und noch einen darunter. Es sieht fast so aus, aber dann nochmal so versetzt. Ich glaube, das war verständlich. Dann brauchen wir hier, hier und hier auf jeden Fall schon mal Cutter. Und hier auch noch. Also dann, oh nein, so. Dann sieht das so aus wie so ein Haken oder so, wie so ein Krückstock, keine Ahnung. Dann brauchen wir Crafter, wieder 2 Stück. Wir brauchen Roller, 2 Stück. Und wir brauchen 2 Splitter. Und zwar den Right Splitter unten, den Left Splitter oben. Und dann drehen wir das Ganze wieder. So sieht das ganz gut aus. Dann der untere Crafter, natürlich den Bohrer. Dann der linke untere Starter, Diamant 2 Stück. Dann der linke obere Starter, ein Gold. Der rechte obere Starter auf Eisen, 2 Stück, und der Splitter daneben auf 1 und 1, und dann der untere rechte Starter auf, was war es, Kupfer, ja, und 2 Stück, und dann wieder den Splitter auf 1 und 1. Dann läuft das mal. Und, oh, wir haben den Motor vergessen, genau. Wir haben den Motor im Crafter vergessen. Und das wollte ich jetzt nicht. Komm schon. Dann gehen wir hier schnell mal nach oben. Motor. Und jetzt läuft's. Ja, also den Motor auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann sollte das klappen. Kommen wir jetzt zur Power Supply. Wie schon gesagt, eines der wichtigsten Komponenten, die es in dem Spiel gibt, um eben später den KI-Roboter zu bauen. Eine Power Supply braucht ein Circuit, 3 Kupferdrähte und 3 Eisendrähte, was natürlich eine ganze Menge ist. Und ihr seht, das sind hier einfach 9 Starter. Das ist eine unglaubliche Menge. Hier in der verbesserten Version sehe ich 4. Also das ist einfach weniger als die Hälfte. Da empfehle ich euch auf jeden Fall, die verbesserte Version zu bauen. Die braucht auch einige von den Splittern, wie ihr sehen könnt. Aber es liegt daran, dass hier die Starter auf dreifach ausgelegt sind. Dann schnappen wir uns die Starter. Und zwar 3 Stück so. 3 Stück so. Und ich sollte das vielleicht ein bisschen weiter nach da drüben machen. Also 3 Stück so, so und so. Dann sieht das so aus. Und dann brauchen wir eine riesengroße Menge an Wire Drawn. Hier 2 Reihen hoch und runter einfach ziehen. Dann die Crafter. Ein oben, ein unten. Und
zwei Roller in die Mitte. Dann drehen wir das. Genau so. Dann der obere Crafter, da kommt ein Circuit rein. Der untere Crafter müssen wir jetzt mal suchen. Schauen wir mal, da, Power Supply. Dann die linken Starter machen wir Eisen. Die rechten Starter Kupfer. Und jetzt noch die kleine Circuit-Fabrik. Und zwar brauchen wir da Kupfer, ein Gold und wieder Kupfer. Und ich denke, das war's. Dann lassen wir es mal laufen. Da kommt Circuit und da kommen die Power Supply. Dann bauen wir jetzt die verbesserte Version. Jetzt kommt die verbesserte Version und dazu brauchen wir 4 Starter. Und zwar 2 so, dann 2 Lücken frei, also 2 Felder frei und nochmal 2 aufeinander. Dann sieht das Ganze so aus. Und ich glaube, wir werden zuerst die kleine Circuit-Fabrik bauen. Also brauchen wir Wire Draw, 2 Stück und zwar genau so. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Crafter und dann brauchen wir auf jeden Fall schon einen Splitter. Und dann bauen wir noch den Rest. Gehen wir wieder nach oben, wieder ein Crafter, der kommt ganz nach unten. 2 Roller dazwischen und dann wieder Wire Draw bis ganz unten durch. Dann brauchen wir doch noch 2 Roller und zwar hierhin. Und dann brauchen wir Splitter. Left Splitter auf die linke Seite, Right Splitter auf die rechte Seite. Und dann drehen wir das Ganze wieder. Und zwar so. Und so und so und so. Das sieht gut aus. Dann machen wir den unteren Crafter. Da kommt ein Power Supply hin. Der obere Crafter, da gehen wir wieder ganz nach oben zu den Circuits. Dann auf der rechten Seite die Starter von oben. Kupfer, 2 Stück und den Splitter daneben auf 1 und 1. Dann der Starter darunter. Könnt ihr euch eigentlich aussuchen, ich mache wieder Kupfer, 3 Stück. Der Splitter darunter, 1 rechts, 2 geradeaus und der Splitter darunter, 1 und 1. Dann wieder die andere Seite, das ist im Grunde genau dasselbe, nur das Gegenteil. Eisen, 3 Stück, der Splitter darunter, 1 nach links, 2 geradeaus und dann wieder 1 nach links, 1 geradeaus. Und dann fehlt hier der letzte Starter, der in die Circuit-Fabrik reingeht, ein Gold rein und dann sollte das klappen. Da kommt Circuit und da kommt die Power Supply. Also, das hat funktioniert und das war's auch mit der Folge, Leute. Ich weiß, wieder recht kurz. Ich kann es leider noch nicht ändern. Ich habe noch nicht genug Geld, um eine weitere Fabrik zu kaufen. Das wird auch noch eine Weile dauern. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es überhaupt irgendwann hinkriegen werde. Na egal, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.